Willi, deine Freundin spricht mit dir. Sie müsste ihn direkt ansehen, wenn sie mit ihm sprechen. Willi liest von den Lippen, nicht wahr? Ich hatte ja keine Ahnung. Es ist ein Schicksal, mit dem man zu leben gelernt hat. Nicht wahr, Willi? Ich kann mich noch nicht ganz daran gewöhnen. Du bist wohl nicht gescheit. Umstandskleid, Korsett, Stütz-BH. Du kannst doch Onkel George nicht als deine Frau verkaufen. Wir haben kein Riechsalz. Ich habe das hier gefunden. Das ist die Katzenstreu der letzten 3 Monate. Die Bettdote auf. Komm, komm. Meine Buenas tardes. Dias ist der Morgen oder Tag. Tardes sein der Abend. Alles klar, ich capisce. No, si, comprendo. A capisce ist der Italiano. Comprendo ist der Spanisch. Verstehe. Verstehe ist der Deutsch. Ist das Wort, wenn man denkt, dass ich liebe 2 Männer? Brüder? Nein! Nicht der Brüder, Sie kennen schon. Wie heißt das Wort? Sie meinen schwul. Sie, Sie! Entschuldigung! Nein, wir kurz war ich leise gewesen. Untreu! Aber heute, ich habe mich vergessen. Du kannst doch unsere Einladung nicht ausschlagen. Florenz, bitte, nur für ein paar Tage. Mein Herr, mein Gott, ich bin zur Stelle. Hör auf deine Stimme und dein Befehl. Was ich in meinen Händen halt, entreißt mir keine menschliche Gewalt. Euer Kindel will ich sorglich tragen. Als fähre es in einen silbernen Wagen. Herr Gott, was fasst du mich so an? Lasst los, ihr drückt das Herz mir ein. Morgen, Sissi! Wir haben uns doch noch gar nicht gesehen. Guten Morgen, Frau Kakel. Du bist ja schon zum Ausgehen bereits. Welche Frage! Ich muss doch auf den Bahnhof und meine Braut abholen. Und, mein Kind, wie sehe ich aus? So nur herein, meine kleine Schwalbe. Schwiegermama, wo bist du denn? Komm rein, nun sind wir glücklich hier. Sehr schön. Jetzt, Sie können schon machen, ganz alleine, ja? Und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und 2. Endlich seid ihr hier. Wir haben wohl lange auf uns warten lassen. Guten Morgen, lieber Otto. Guten Morgen, mein Täubchen. Guten Morgen, liebe Schwiegermamachen. Guten Morgen. Halte ich es schon als Mutter für meine Pflicht, dass... Mamachen, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber aufgeklärt bin ich schon. So. Nun, soll mal einer sagen, dass ich der Tugendwächter von Pleißenbach bin. Jetzt kann sie kommen, die schöne Yvette. Oh, bitte sehr. Granu, die sieht ja aus wie eine aus dem Kloster.
Das ist ja ein schöner Reinfall. Also ehrlich gesagt, ich hatte ein komplett anderes Bild von Ihnen. Wenn man Sie so auf der Bühne sieht, finde ich gar nicht. Wissen Sie, bei mir zu Hause im Weißenbach, da haben die Libellen überhaupt nicht. Ein ganz schön großer Hof. Da wird schon was zum Holen sein, wenn ich eine von den zwei Schnepfen heiraten werde. Aber meine Herren, das wird doch gar nicht zum Raufen anfangen. Ich will auch anfangen. Ich will anfangen. Ich wollte da deine Weibertrotschereien auch nicht. Ja, das suchen wir jetzt heute wieder aus. Wie oft hat er mir das schon gesagt, dass ich dir um einen dummen bloßen Reib an den Tisch nicht will? Nein, so schnell vor. In deinem Prospekt ist gestanden 5 Minuten bis zum Strand. Das ist nicht los. Und überall hat man den Sound drinnen. Sogar bei den Ohren. Wie soll ich das wieder essen? Du bist ja gar nicht, dass du in der Tat hier warst. Ja, vor 3 Wochen hast du nicht einmal. Oh, hallo? Ja, warum rufst du mich dann an? Was kann ich Ihnen? Na, sieh mich an! So ein Kerl, ein Unverschämter! Volles Programm also, das haben wir nicht gedacht. Auf einmal springt der Blas, hat man da.